Fast ein wenig verschüchtert wirkte er. Kevin De Bruyne, der noch immer so aussieht wie ein junger Teenager, mag diesen Hype nur wenig. Aber in Wolfsburg ist er der neue Star. Und daher war der Medienraum des VfL so voll wie nicht einmal im Meisterjahr 2009. Zahlreiche Bundesligisten waren heiß auf den Belgier vom FC Chelsea, auch Dortmund und Leverkusen. Der 22-Jährige entschied sich aber für die Niedersachsen. Ich habe mich für Wolfsburg entschieden, denn es ist ein tolles Projekt. Ich weiß, das letzte Jahr war nicht so gut. Aber als Klaus hierher kam und ein neuer Trainer, da konnte man bereits die Entwicklung sehen. Ich habe auch ein paar Bundesligaspiele beobachtet, als ich in England war. Sie machen das schon viel besser als vorher und ich denke auch, dass sich das Team gesteigert hat durch die Verpflichtung einiger neuer Spieler. Es ist besser als in den letzten Jahren. Ich glaube, sie können um die europäischen Plätze mitspielen. Schon im Sommer wollten Klaus Allofs und Dieter Hecking den Mittelfeldspieler haben. Damals klappte es nicht. Jetzt ließ sich der Transfer plötzlich in der Winterpause realisieren. Hoffen natürlich, dass wir mit Kevin und auch mit den anderen, weil wir sind weiterhin davon überzeugt, dass wir, dass jetzt nicht zu viel Last auf Kevin liegen darf, dass wir auch eine sehr gut funktionierende Mannschaft jetzt schon haben, aber dass wir gemeinsam jetzt mit Kevin, dass wir eben mittelfristig unsere sportlichen Ziele erreichen werden. Heißt Champions League-Teilnahme, am besten noch in diesem Jahr, auch wenn das beim VfL offen keiner aussprechen will. Aber nach Luis Gustavo soll auch De Bruyne rund 20 Millionen Euro gekostet haben. Geld, das angelegt wurde, um noch mehr Extraklasse im Team zu haben. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir mit Kevin ein weiteres Puzzle bekommen haben, was dieser Mannschaft sehr gut tun wird von der Spielweise her. Ich glaube, bringt er noch etwas mit, was wir so noch nicht haben. Dieses Tempo, dieses 1-gegen-1 auflösen, diesen Zug zum Tor. Ja, und ich glaube, das ist etwas, was vielleicht so ein bisschen noch gefehlt hat. Bei José Mourinho hatte er den Spaß am Fußball verloren. Den will er bei Dieter Hecking wiederfinden. Sein Vertrag läuft bis 2019. In dieser Zeit peilt Wolfsburg auch den Meistertitel an.